Märkisches Museum. Übergang zum Bus. Ach, zum Bus. Wunderbar. Das ist ja schon mal irgendein Übergang. So, das war jetzt ein bisschen mehr schnell. Aber gut. Ausstieg kann ich an der ersten Tür. Kann ja auch nichts machen. Ja. Witzig ist auch irgendwie das mit der Anzahl der Wagen, die man hat. Die Zeit dermaßen abnimmt, in der die Leute hier einsteigen. Also jetzt haben wir irgendwie, glaube ich, immer 16 Sekunden und es dauert tatsächlich das Doppelte, wenn man mit nur der Hälfte der Wagen fährt. Man kann auch, wie gesagt, alles extern einstellen, auch irgendwie die Anzahl der Wagen. Und ja, damit haben wir dann irgendwie auch immer ein bisschen differente Zeit, was ja, natürlich zum einen irgendwie Sinn macht, aber ich weiß nicht, an jeder Station 34 Sekunden halten. Ja, das muss es dann doch nicht sein, dann nehme ich mir lieber hier den Zug da und gut ist, ne? Spittelmarkt, Übergang zum Bus. Ach, guck mal, ganz viel Bus hier, ist doch super. Ja, was gibt's eigentlich noch so zu sagen über die Strecke? Also zum einen, dass das eine halt eine Ost-West, das andere eine Nord-Süd-Verbindung ist. Ja, mehr oder weniger, ne? Genau. Wir fahren halt jetzt eben die U2, ist die Ost-West-Verbindung, die Kleinprofillinie. Bla bla, könnte es mir erst im Handbuch vorlesen, aber ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich mir das irgendwie da so, was man aus dem Kopf hat, ne? Was einem hängen geblieben ist, was man irgendwie als wichtig erachtet. Das müssen wir raus, das habe ich glaube ich schon gemacht. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann solltet ihr jetzt durchaus alle wichtigen Informationen haben. Alle, die in Berlin wohnen, werden natürlich wahrscheinlich sagen, das sieht alles voll kacke aus, das stimmt alles gar nicht so. Und ach, ja, ich weiß doch, wie es ist. Es ist immer alles ganz anders, wie bei mir im Video. Ach ja. Aber ich muss sagen, erinnere ich mich immer, ich kann auch ein bisschen langsamer reden, dann müsste ich mir auch weniger überlegen, was ich sagen muss. Nein, Quatsch. Ich erinnere mich immer wieder ganz gerne dann dran zurück, dass ich, ach so. Zurückbleiben, bitte. So, mit dem, hier mit dem Schwarzwald Romantik Pro Train 16 Add-on, dass er in Anführungsstrichen ganz normal einfach nur eine normale Linie weiter ergänzt, dass man da tatsächlich ganz gut die, also dass man da tatsächlich sehr gut die Strecke wiedererkennt. Also dass das wahrscheinlich in dem Maße, wie das damals möglich war, dass das echt gut umgesetzt ist. Wie das jetzt hier ist, kann ich halt leider nicht sagen, aufgrund von, ja, Unkenntnis, aber ja, sind wir mal gespannt. Vor allem auch, ich muss sagen, die Züge sehen echt schon mal ganz ordentlich aus. Die sind alle durchaus verschieden voneinander und sehen alle ganz ordentlich aus. Von daher finde ich das eigentlich primär so schon mal vom ersten Eindruck her ganz cool, ne? Was, waren die 2 Meter eigentlich die einzigen, die wir oberirdisch fahren oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass wir da noch weiter länger. Zug nach Ruhleben. Einsteigen, bitte. Kann sein, dass wir es noch länger machen nachher. Kann aber auch nicht sein. Ach, hier weiß ich es nicht. Das könnte man sich wahrscheinlich immer ein bisschen. Könnte man sich ja immer mal anlesen, aber naja, gut. Was auch witzig ist, was ich immer wieder sehe, jetzt, wenn ich so ein bisschen. Bitte. Genau, wenn ich so meine alte Box-Version MSTS-Dings da durchgehe, dass tatsächlich immer hinten drauf oder extra dabei liegend so ein Signalerläuterungsding drauf ist. Das finde ich voll witzig. Damals hat man irgendwie, ich weiß nicht, damals bin ich irgendwie nur nach dem Streckmonitor gefahren. Damals waren wir aber auch eben noch jung. Aber also jetzt ist es immer ganz spannend, das so ein bisschen mitzulesen. Stadtmitte, Übergang zur U6. Oh, danke, okay, gut zu wissen. Hier sieht man die ganzen Dinger nochmal beschrieben. Halt so triviale Sachen wie das H eben, wo man halt eben halten soll. Haben wir überhaupt hier ein H oder nicht? Das ist aber kein H. Aber ich denke mir jetzt trotzdem richtig, ne? Ich vermute mal. Zug nach Ruhleben. Einsteigen, bitte. So, was haben wir noch? Das hat das durchgestrichene H hat mich mal interessiert. Was ist denn das? Haltetafel hinter Ausfahrt hier. Der Zug beim Bahnsteig mit. Ah, okay, gut. Zurückbleiben, bitte. Also, wenn wir dann später dieses durchgestrichene H sehen, wo mich tatsächlich schon mal gefragt habe, was das bedeutet. Wenn wir da sind, sind wir mit allen Wagen aus dem Haltestellenbereich draußen. Ich weiß zwar jetzt nicht unbedingt, welchen Sinn das für den Fahrer hat, dass er das weiß, aber er weiß es dann, ne? Mohrenstraße, Übergang zum Bus. Genau, und halt so der Klassiker wie.
hier Ankündigungssignale, dann wirklich Geschwindigkeitssignale, Geschwindigkeit wieder auf Streckengeschwindigkeit setzende Signale, also Täfelchen und so. Ach ja, das ist schon ganz witzig. Was hat man da? Da war halt, so, finde ich, die Einstiegshürde dann nicht ganz so hoch, weil man konnte es einfach irgendwie kurz nachlesen. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. War ja irgendwie, gibt es ja in den neueren, so wie es aussieht, tatsächlich nicht so. Was hier auch tatsächlich ganz oft der Fall ist, sind diese Schaltsignale, dass man irgendwie genau da Strom weg, Strom wieder draufgeben auf dem Fahrmotor. Zurückbleiben bitte. Ich beachte das leider wahrscheinlich ein bisschen selten, weil ich die auch schlecht sehe oder recht spät sehe, aber sollte man wahrscheinlich irgendwie beachten. Potsdamer Platz. Übergang zur S-Bahn und zum Bus. So, Ankündigung 40, haben wir da vorne dann die 40. Achso, nicht so schnell, da haben wir zwangs gebremst, haha. Ach, süß, guck mal, da rechts ist Baustelle, das ist ja süß am Hebel, Geschwindigkeitsbegrenzung vorbei. Swoosh. Sind wir noch nicht mit einem Wagen weg. So, dann müssen wir hier einmal ganz kurz das Ding trennen. Und dann da vorne dürfen wir wieder draufgeben. Flupp. Ja, also gut, brauchen wir sich ein bisschen dran orientieren. Das war mal recht überschaubar, was da an Signalen ist. Gut, das sind wahrscheinlich die ganzen Signale, die jetzt hier auf der U-Bahn irgendwie angegeben sind. Sind ja teilweise doch ein bisschen weniger Variation, als das jetzt vielleicht in freier Wildbahn so ist. Da hast du ja noch hier, ach, gibt es ja alle möglichen verschiedenen Typen davon. Man hat ja hier recht freie Fahrt. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Die ist ja ganz praktisch. So, und ich fahre jetzt auch mal nach der normalen Zeit da oben, die da links durchläuft. Und tatsächlich nicht nach der komischen X-Borne hinten dran Zeit, weil, ach, sonst stehen wir da ewig rum. Das muss auch nicht sein. Zurückbleiben bitte. So ist das nämlich immer so ein, wie ihr seht, so ein recht enger, wie so ein U-Bahn-Takt-Fahrplan, ne? Fast 23.03 Uhr, also 10.23 Uhr und 3. Sind wir tatsächlich auch genauso losgefahren, von daher werden wir uns daran mal orientieren. So, 45 da vorne, aber ist ja noch nicht, ne? Oh, halten, Hilfe. Ach, wir haben aber gar keine, haha. Wir haben gar nichts mit PZB und so, von daher ist das ja relativ, ist das ja relativ Wumpe, ne? Hauptsache ich fahre das nicht rüber. Ist das rot? Hilfe? Egal. Dankeschön. Ausstieg irgendwo anders oder haben wir den trotzdem da, wo er immer ist? Also wenn ich das jetzt vom Rest unterscheide, würde ich jetzt mal hier mal ansagen, tatsächlich. Ach, guck mal, es geht wieder. Ah, jetzt haben wir auch Fahrt. Guck mal. Haben wir echt einen vorausfahrenden Zug gehabt? Süß. Nee. Das wollte ich wissen. Dankeschön. Ja, es gibt nämlich zum einen hier mal weiter, also Ansage weiterschalten. Und dann gibt es Ansage wiederholen. Und das ist irgendwie nur so ein Fahrerinformationsding, weil man hat da kein visuelles Feedback, wo man sehen kann, ach ja, gucke mal, hier, da, die Ansage ist gerade aktiv, sondern das muss man alles irgendwie bloß Gehör machen. Deswegen gibt es das hier und so, ne? So. Zug nach Ruhleben. Einsteigen, bitte. Exakt, so meldet es im Bartholdi-Park. Süß. Schick, schick. Mit Backdrops, die mit Stadtpflanzen süß. Ja, aber sieht doch irgendwie ganz ordentlich aus. Also kann ich mich nicht beschweren. Zurückbleiben, bitte. Wollen wir mal so fahren? Eine Station? Komm, machen wir mal so. Schon wieder halten. Aber jetzt mal hier von innen. Da habe ich ein bisschen Panik, du. Gleisdreieck. Übergang zur U-Bahn-Linie U1. Warte mal, hat man mir nicht im Livestream erzählt, dass man eigentlich gar nicht so früh losfahren könnte? Oi. Oi. Weil das im Prinzip durch die Signale beeinflusst ist. Ich glaube, so war das doch, oder? Man könnte gar nicht irgendwie zu früh, weil wegen Signalbeeinflussung und so. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass da vorne rot ist. Das ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Ja, guck mal, wir wären nämlich auch noch nach der normalen Uhr links oben jetzt einen Ticken zu früh. Von daher. Jo, passt so, mach mal so. Ist so vernünftig, aber ich habe lieber ein bisschen früher. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Ne, weil wenn ich da ein bisschen zu weit bin, dann ist das, glaube ich, weiß ich nicht, dann ist gleich mal die Simulation vorbei und das, jetzt ist ich immer ein bisschen nervig, du. Das ist aber immer noch rot. Trab geht nicht, okay.
dann stehen wir hier und warten. Vielleicht muss die andere Uhr dann noch ein bisschen, trotzdem noch ein bisschen nachlaufen. Ach, keine Ahnung. Gibt's da andere? Ach, guck mal. Zurückbleiben, bitte. Guck mal, da haben wir sogar tatsächlich ein bisschen Signal-Action mit dabei. Ist nicht immer alles frei, ist ja auch immer nicht schlecht. So, 25 zumindest mal angekündigt. Schon wieder halten. Ist das an der... Ah, es ist an der Station, okay. Bülowstraße, Übergang zum Bus. Exakt, der Ausstieg, sehr... Ach, keine Ahnung, wo der ist. Interessant. Gut, weil ich dick... Touren. Schwebende Schienen. Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Das hätte es damals bestimmt auch schon anders gegeben. Gut, hier ist aber wieder komisch, komisch. Aber so ist es halt, ne? Deswegen musste ich auch ganz langsam fahren, weil das ist halt wahrscheinlich einfach eine Technik gewesen. Die war damals ganz neu, dass man Schienen irgendwie in der Luft befestigt. Und deswegen muss man langsam durchfahren, ganz, ganz sicher. Ach guck, hier dürfen wir gleich wieder fahren. Huhu. Jetzt. Ja, das stimmt aber gar nicht. Es ist egal. Ich finde es eine schöne Erklärung. So, jetzt da wieder ein bisschen gemütlich ranfahren. Aber oberirdisch finde ich cool, ne? Es ist nicht nur U-Bahn-mäßig. Das können wir mit der anderen Linie von mir aus mal erleben, aber hier nehmen wir es auch mal ein bisschen die frische Luft mit. Hallo? Ausstieg rechts. Dankeschön. Ach, guck mal. Gleich freie Fahrt bekommen. Weißt du, macht es irgendwie so viel aus, wenn wir jetzt über den Bahnsteig rausschießen. Also nicht, dass mir das vorher schon mal passiert ist. Nein. Zug nach Ruhleben. Einsteigen, bitte. So, Kollege ist auch eingefahren da links. Ach ja, ich doch eine ganz schöne Sache hier. Ist aber wahrscheinlich, dass wir mal kurz da durchgucken. Würde mich mal interessieren, ob wir da sind. Okay. Das ist aber noch ein bisschen, ne? Ja, gut, so ist es. Zurückbleiben, bitte. Da kann ich jetzt auch nichts machen. So, einmal weiter hier und einmal durch hier. Achso, wir dürfen erst, genau. Bis vielleicht erst, wenn alle Wagen aus der Station draußen sind, die nächste ansagen. Das könnte vielleicht die Schilder da zu bedeuten haben, aber es war gar kein H-Vorbeischild, gell? Nee, haben wir gar nicht gehabt. Ist egal. Nollendorfplatz. Übergang zu den U-Bahn-Linien U1, U3 und U4 und zum Bus. Genau, zu dem einen Bus. Es gibt wahrscheinlich nur genau den einen Bus, von dem du dann irgendwie immer in die U-Bahn umsteigen kannst. Weil Übergang zu dem einen Bus ist ganz wichtig. Sind nicht vermutlich irgendwelche verschiedenen Busse. Nein, es gibt vor allem, es ist nicht nur eine Linie, sondern es ist tatsächlich wirklich nur ein einziger Bus. So, da ist dann das Spiel gerade wohl kurz schnell abgeschmiert. Da kann ich jetzt leider nicht viel dagegen tun. Das tut mir leid. Und damit ist halt die Aufnahme schnell abgeschmiert, weil das Ganze habe ich dann mit Fraps aufnehmen müssen. Und Fraps hat eben die Eigenheit, jo, ich höre da mal gleich komplett auf, wenn was nicht funktioniert. Ja, ne? Also deswegen, sorry für das abrupte Ende, aber wir werden eh halt nur weitergefahren und dann, man sieht wahrscheinlich nicht viel mehr, als man bisher gesehen hätte. Deswegen gibt es so um zwei vielleicht ein bisschen kürzere Folgen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, ja, einfach mal zu einem anderen Video wieder. Macht's gut, tschüssi!